Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen Wetter in der neuen Little Nightmares 2 Folge. Gibt's hier denn ein Hütchen? Bist du eins? Nein. Ja, wir wollen noch mal ganz fix hier raus, auch wenn wir einen Eimer auf dem Kopf haben. Sag bloß, das war jetzt so der letzte Meter ins neue Kapitel, dann springe ich aber im Dreieck. Kommen wir hier irgendwie weiter? Nee. Ich frag ja nur, du musst ja nicht viel mehr anfangen zu regnen. Uff, ob das jetzt die beste Idee bei dem Wetter ist. Wie das Wasser hier schon an den Wänden runterläuft. Ist das nicht ein Hut? Nee. Ich nehme jetzt alles und jeden in der Hand, weil ich nicht weiß, was wichtig sein könnte. Kannst du das anpacken? Ja. Meinst du, das reicht? Ups. Wie soll das denn funktionieren? Also wir können es nicht weiter hier hinziehen, weil hier das Holz liegt. Wir können auch nicht weiter rüber, weil der Deckel offen ist. Das heißt, ich muss auf dem Rand balancieren. Nein. Auf dem Rand balancieren, habe ich gesagt. Warte mal, können wir das näher da dran schieben? Bringt das was? Ja, nehmen wir. Sieht doch gleich viel besser aus. So ist das bei mir. Ich komme halt nicht immer direkt auf die Lösung, aber auf jeden Fall. Irgendwann. Ui, das war aber knapp. Kommt wieder Patschähnchen. Mal. Ist das ein Hütchen? Ach nee, da ist... Verdammt, den habe ich ja gar nicht gesehen. Du sollst... kannst du hier bitte... Verdammt. Schade, es wäre wirklich lustig gewesen, wenn der da lang geschwommen wäre. Und ab ins Trockene. Fast. Was haben wir denn hier? Warte mal, ist das die Jacke von Six? Du bist Six? Wir spielen die Vorgeschichte. Also ich gehe ja immer total blind in sowas rein. Und ich habe mir auch nichts durchgelesen.
Also wenn das wirklich so ist, krass. Aber ich würde gerne wissen, was danach passiert ist. Also man will ja auch wissen, ob man irgendwas übersieht. Aber hier ist kein Hut dahinter. Ach verdammt, ich dachte, wir bleiben im Trockenen. Kann ich mich festhalten? Nein. Es geht übers Dach. Ganz sicher? Meinst du nicht, dass wir da abrutschen könnten? Oh, guck mal, da ist ein Hut. Den können wir auch nicht nehmen. Nett. Komm. Damit wir schnell wieder vereint sind. Oh Mann. Ich rechne jedes Mal damit, dass irgendwer das Ding vor den Kopf kriegt. Ich muss sagen, das wird ein sehr düsteres Level. Ein sehr nasses oder vielleicht gleich auch nicht mehr ganz so nass. Ich nehme dankend an, wenn wir rein dürfen. Oh, wir haben die Schule weg, oder? Obwohl. Ja, das könnte jetzt nach Krankenhaus aussehen. Ja, Mullbinden. Betten, okay. Heißt aber nicht, dass das gleich ein schönerer Ort als die Schule ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir im Trockenen sind. Und das stimmt zumindest erstmal. Das war aber ganz schön knapp. Hey, ist aber echt cool. Gefällt mir mit dem ganzen Klettern. Und das aus meinem Mund. Also wenn das meine bisherigen Koop-Partner hören würden, die würden die Hände vor den Kopf zusammenschlagen, weil mit Klettern und Springen habe ich es in Spielen ja an sich nicht so. Warum? Warum sage ich es? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt einfach mal ruhig, dann kann ich auch nichts Falsches sagen. Zumindest bis wir oben angekommen sind. Vielleicht. Ich lasse es einfach langsam angehen. So, warte mal. Das Bett hängt weiter vorne, ne? Kann das sein? Dass ich deswegen gerade da so halb runtergebaselt bin? Das war ja voll fies. Oh, guck mal, hier ist eine Sicherung. Danke. Nicht? Gut. Ich dachte, wir können die rausnehmen. Müssen wir ja auch eigentlich. Gut. Vielleicht hat das Spiel das jetzt erst erkannt. Probieren wir es nochmal.
Das ist doch der Knopf zum Rausnehmen. Oder müssen wir das beide machen oder whatever. Hey, st, st, hey, st. Ich steh doch davor. Okay, ich brauchte wohl die optimale Position. Dann wollen wir doch mal Licht ins Dunkel bringen. Und Achtung vor Falltiefen. Oh, das sollte nicht so. Hups. Sah gewollt aus, würde ich erstmal sagen. Gut, dann müssen wir eventuell direkt hochklettern, irgendwie. Versuchen wir das mal abzureißen. Ja, so cool geschwebt bin ich gerade auch. Im wahrsten Sinne. Oh nein, wieder mit Taschenlampe. Hä? Ach, ich muss die gar nicht festhalten. Oh. Ey. Okay. Sieht nicht unbedingt schön aus. Der ganze Nebel macht das gerade auch nicht einfacher. So, hier geht's weiter. Haben wir hier hinten irgendwas? Ich glaube, die machen das ja nicht umsonst so neben. Hä? Ja? Wieso machst du automatisch das Licht aus? Ich hab's mir nicht gewünscht. Gut, dann war da hinten quasi das Fernsehmonster. Bin mal gespannt, ja, wie der Doktor denn aussehen wird. Weil wir sind definitiv in ja einer Art Arztpraxis oder Krankenhaus. Falsche Richtung. Boah, ich sag euch, in diesem Viertel werden wir so viele Dinge übersehen. Ach, da hinten geht's weiter. Da will ich noch nicht hin. Da ist zumindest eine Tür offen. Dann will ich hier vorne erst einmal weiter gucken. Da haben wir eine Tasse. Okay, es ist nur eine Tasse. Gut. Wir sind aber ganz schön mutig. Oh. Hier ist auch abgeschlossen. Ja. Und hier machen wir vorsichtshalber mal das Licht aus.
Weil ich höre schon Dinge. Brauchen wir die? Weiß es nicht. Aber ich spiele so gerne rum. Oh, ist süß, dass der die so in Reihe und Glied abstellen kann. Oder kommt beim vierten Mal eine Mütze raus? Ich weiß, ich nerv euch mittlerweile mit den Mützen. Könnten wir den leer räumen? Ha! Ich wusste doch, Errungenschaft Hunger. Das ist ein sehr großer Grund, warum ich sowas immer mal wieder ausprobiere. Und weil wir die anscheinend gerade brauchen. Oh, ganz sicher Krankenhaus? Das hört sich ja eher wie Gefängnis an. Kommen wir gleich wieder näher zur Tür. Na, Kanal, finde dich. Ne, irgendwie klappt das nicht so. Sind wir schon ein Stückchen näher dran gestartet? Und wieder muss sie uns davon reißen. Immer rettet Six uns. Ich nenne sie jetzt einfach mal Six. Ich vermute mal, sie ist es. Ja, herzlich willkommen im Irrenhaus. Oha. Haben wir hier noch eine Tür? Hier haben wir einen Aufzug. Ein Röntgenapparat. Bleib mal dahinter stehen, bitte. Wie süß. Ich mal jetzt irgendwo die Bilder raus. Oh, guck mal, im Teddy einen Schlüssel. Müssen wir uns mal merken, dass wir eventuell einen Teddy finden müssen. Da haben wir schon einen. Und schon wieder das Äffchen. Warum? Nimm. Moment. Hier ist schon wieder so eine Ente. Was hat. Okay, die großen Sachen kann ich da nicht nehmen. Ach, da unten ist eine Ente. Warte mal, habe ich hier irgendwo... Kann ich wieder was reinwerfen? Ich glaube, beim letzten Mal konnte man den Ball irgendwo reinwerfen. Ach, müssen wir den jetzt quasi röntgen? Machen wir doch einfach mal. Und die Idee ist irgendwie niedlich. Ist da ein Axtkopf drin oder so? Gib das Ding her. Mach es kaputt. Wirf es. Du hattest jetzt keinen Schlüssel da drin, ne?
Es geht wirklich um die Giraffe da. Oder zählt der? Wir haben hier so viele Kuscheltiere. Nachher sitzt die ganze Kuscheltierfamilie dahinter. Ja, jetzt gerade hast du quasi nichts mehr in der Hand. Gut, dann probieren wir es jetzt mit dem. Habe ich jetzt gerade schon ein Geräusch wie vom Schlüssel gehört? Ha! Gut. Die beiden Dinge brauchen wir. Wie kriegen wir die jetzt da raus? Ich habe vorhin eine Schere auf dem Boden gesehen. Können wir den auseinanderreißen? Kannst du dein Spielzeug bitte mal loslassen? Wir wissen ja auch noch gar nicht, wofür wir die Schlüssel brauchen. Und das werden wir gemeinsam in der nächsten Folge herausfinden, würde ich mal sagen. Ich guck mal, ob ich gleich noch... Okay. Ich wollte gerade eigentlich sagen... Was machst du da? Kann ich das Ding werfen? Oh nein, bitte nicht in diesem Raum. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich suche gleich mal das Messer oder die Schere oder was auch immer das war. Schnell weg hier. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst mir ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.